unscheinbare Eisenreste aus einem Grab des frühen Mittelalters. Mit archäologischen, restauratorischen und handwerklichen Methoden gehen wir ihrer ursprünglichen Form und Funktion auf den Grund. Begleiten Sie uns auf dieser spannenden Forschungsreise. Mein Name ist Elke Niewler. Ich arbeite als wissenschaftliche Referentin für Frühmittelalter am LVR Landesmuseum in Bonn. Ich darf Sie heute in einen ganz besonderen Bereich des Museums mitnehmen, der der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich ist. Wir gehen in eins unserer Depots, in dem ein ganz besonderer Fund des Frühmittelalters aufbewahrt wird. Wir befinden uns hier in einem unserer Arbeitsdepots. Hier bewahren wir zahlreiche Kisten mit Hunderten von stark korrodierten Eisenfragmenten aus einem frühmittelalterlichen Grab in Wesel-Bisslich auf. Ich möchte Ihnen einige dieser Stücke einmal auslegen und zeigen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nichts außer etwas Rost und ankorrodiertem Rheinkies. Damit wir etwas über die ursprüngliche Form und die Funktion der Stücke erfahren, fertigt mein Kollege Holger Becker hier im Museum Röntgenbilder an. Schauen wir uns das Bild dieser Stücke an, erkennen wir, es handelt sich um etwa 11 cm lange, bandförmige Fragmente, die eine regelmäßige Durchlochung aufweisen. Wir betreiben tatsächlich eine eigene Röntgenanlage und was wir hier machen, ist Röntgendurchleuchtung tatsächlich, vor allen Dingen von archäologischen Funden, die wir hier hineinbekommen und wo wir Dinge sichtbar machen wollen, die man mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Unter anderem haben wir das auch gemacht mit den Panzerlamellen aus Wesel-Bisslich und konnten hier viele Strukturen erkennen, die man sonst unter der Korrosionsschicht nicht sehen konnte. Und die Bilder selber, die können wir dann im Monitor betrachten, weil es eine digitale Anlage ist. Das heißt, wir bekommen Digitalbilder, die wir dann miteinander anschauen können, miteinander interpretieren können und besprechen können. Wir haben jetzt hier die Röntgenbilder, die wir gerade gemacht haben, von den Lamellen. Und wenn wir mal drauf schauen, können wir die Konturen sehr gut sehen. Ich habe jetzt den Flashfilter-Modus hier drüber gelegt, der uns eben noch viel mehr an Konturen und an Struktur auch gibt. Ja, das stimmt. Also die originalen Kanten hier, die gerade und hier die Ausbuchtung, sind wirklich ganz deutlich. Was uns fehlt letzten Endes, ist die genaue Information über die Durchlochungen. Hier würde man zum Beispiel analog zu dieser Durchlochung auch ein Loch erwarten. Das ist nicht mehr so kenntlich. Das ist schon wichtig, das zu wissen, damit man weiß, wie die Lamellen miteinander verbunden waren. Deswegen würde ich vorschlagen, wir lassen diese drei vollständigen Lamellen auf jeden Fall freistrahlen. Vor über 50 Jahren, am 1. August 1972, begann die Grabung am fränkischen Gräberfeld von Wesel-Bisslich. Es wurden insgesamt 867 Gräber des 6. und 7. Jahrhunderts bis hinein ins frühe 9. Jahrhundert freigelegt. Aus einem dieser Gräber, aus Grab 39, stammen die Eisenfragmente, mit denen wir uns beschäftigt haben. Durch die Röntgenaufnahmen und auch durch das Freistrahlen konnten wir ihre ursprüngliche Form, aber auch die Durchlochung und teilweise sogar die Reste der Lederverbindung dokumentieren. Trotzdem fällt es schwer, mit diesen Einzelteilen zu vermitteln, dass es sich um eine ganz bedeutende, ganz seltene Schutzpanzerung des frühen Mittelalters handelt. Nördlich der Alpen sind sie ein absoluter Ausnahmefund. Sie gehören eigentlich zum Fundkontext des Byzantinischen Reiches, der Awaren und kommen auch im späten 6. und 7. Jahrhundert in Ostasien vor, da es sich um eine ganz funktionale und flexible Schutzpanzerung handelt.
Um Ihnen das Aussehen und die Funktion einer solchen Panzerung besser vermitteln zu können und auch um zu überprüfen, ob unsere Überlegungen zur Rekonstruktion richtig waren, haben wir uns entschlossen, den gesamten Panzer durch einen Waffenschmied, der sehr erfahren in der Rekonstruktion antiker Waffen ist, nachbauen zu lassen. Panzerungen, die ich so gemacht habe, stammen alle aus der römischen Zeit. Dort natürlich ganze Bandbreite, Kettehemder, Schienenpanzer, Schuppenpanzer. Und so war es jetzt eigentlich das erste Mal, dass man dann ein Projekt halt angeht, aus einer ganz anderen Zeit, aus dem frühen Mittelalter. Für Technologie ist nicht so extrem anders. Und deswegen kann man eigentlich von den anderen Erfahrungen ganz gut profitieren. Das Faszinierend im Projekt war die enge Zusammenarbeit mit den Archäologen im LVR, Landesmuseum Bonn, wo man dann am Original gemeinsam studieren konnte, Erkenntnisse sammeln und die dann danach in der Werkstatt umsetzen. Was für mich immer faszinierend bleibt, Sachen, die man im Museum sieht, natürlich aus der Römerzeit und hier jetzt aus dem frühen Mittelalter, die in der Vitrine liegen und dann später in der Werkstatt entsteht als funktionsfähiger Nachbau. Also erst muss ich das Material auf die geeignete Dicke bringen. Das ursprüngliche Flachmaterial ist eigentlich viel zu stark, weil die originalen Lameller etwa so eine Materialstärke von 1,1 bis 1,2 mm besitzen. Und das machen wir dann schmiedetechnisch. Da muss einfach strecken das Material und auf die geeignete Materialstärke bringen. Wir haben dann als nächstes der Schritt, die Oberfläche zu richten. Die Oberfläche muss einigermaßen blank sein. Dann wird mit einer Schablone das Lochbild angezeichnet und dort hier ist halt wichtig, dass es exakt gleich ist, damit nachher alle Löcher aufeinander passen. Als nächstes werden dann die Löcher gestanzt und beim Lochstanzen ist es sehr wichtig, dass alle Gerade nachher entfernt werden, weil sonst alles, was an Lederriemen durchgeführt wird, mit dem das eigentlich zusammengenäht, zusammengehalten wird, weil sie die sonst auflösen oder durchtrennen würden. Wir haben dann nochmal den nächsten Arbeitsschritt, dass man die Oberfläche nochmal exakt blank macht. Und dann wird die Lamelle nochmal warm behandelt. Sie wird ins Feuer gelegt oder gehalten und dann im Öl abgeschreckt, damit man einen gewissen Korrosionsschutz erzeugen kann. Also das Besondere ist, dass es mal was ganz anderes ist, auch weil das jetzt ein Lamellepanzer haben wir noch keinen hergestellt. Wie das wieder geht, das rauszufinden, wie das produziert worden ist, wie das gemacht worden ist, das hat mich einfach fasziniert an dem Projekt jetzt speziell. Also die Kriterien für das Leder, was wir da ausgesucht haben, war, dass es zum einen mal nicht chromgegerbt ist, sondern vegetabil, also ganz natürlich. Und das ist natürlich von der Dicke her, musste es natürlich passen. Es musste so sein, dass es noch ein Fett oder ein Ölbar ist. Das wird in dem Fall jetzt mit Rinderklauenöl gemacht. Das ist nämlich auch idealisch, dass nachher das Metall nicht angegriffen wird, dass es nicht anfängt zu korrodieren oder so. Also begonnen habe ich damit, dass ich das Leder ausgesucht habe, dann die Breite ermittelt, es angezeichnet und zugeschnitten. Als nächstes habe ich den Lederstreifen perforiert. Das musste dann auch im richtigen Abstand passieren. Und dann den Lederstreifen, mit dem ich das alles zusammennähe, das Lederband, das ich vorher geölt habe, damit es auch elastischer ist, mit dem dann später zusammengefügt. Danach habe ich das Lederband an den Lamellen fixiert und somit ganze Reihe zusammengefügt. An den Enden muss man immer, wenn dann das nächste ansetzt, die nächste Lederreihe, muss man das dann immer ausschärfen, damit es nicht zu dick wird am Übergang. Die fertige eingefasste Lamellenreihe war dann noch untereinander verbunden mit so einem Lederband. Und das muss in einem bestimmten Abstand sein, damit der
Panzer sich nur verschieben lässt und nicht starr ist. Hunderte von Arbeitsstunden waren nötig, um den Lamellenpanzer zu rekonstruieren und um zu zeigen, was hinter den unscheinbaren Eisenresten steckt. Die glühenden Lamellen wurden in Öl abgelöscht, was dem Lamellenpanzer eine schillernd blau-schwarze Oberfläche als Korrosionsschutz verlieh. 1300 dieser Lamellen wurden einzeln geschmiedet und anschließend von Hand miteinander verbunden. Die fertige Rekonstruktion wiegt über 15 Kilogramm. Panzer wie dieser stellen einen hochfunktionalen Schutz- und Repräsentationsobjekt zugleich dar.